uns nicht ausschließlich von Medizinern haben beraten lassen, sondern unserem zuständigen wissenschaftlichen Fachinstitut, dem Robert-Koch-Institut. Um die Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden, waren wir der Überzeugung, dass wir so hohe Infektionszahlen, die man bräuchte, um die ganze Gesellschaft innerhalb von ein oder zwei Jahren tatsächlich durch eine Infektion zu führen, nicht unter Kontrolle halten könnten. Und dass es nebenbei es zu einer, wegen dieser Überforderung des Gesundheitssystems, zu einer Zahl von Todesfällen führen würde, dass wir sehr frühzeitig uns entschieden haben, dass jedenfalls die Herdenimmunität als politisches Konzept für uns völlig ausscheidet. Richtigen Kennzahlen, um eine Pandemie zu beschreiben. Ich werde mit dem nächsten Team gerne mitspielen, aber. Ja, weil es ist ja sozusagen die Tatsache, dass die Infektionszahlen niedrig sind, ist ja genau der Erfolg dieser Maßnahmen, dass Abstand gehalten wird, dass es Hygienekonzepte gibt, dass Masken getragen werden. Und deshalb ist bei niedrigen Zahlen diese Maßnahmen nicht obsolet, sondern die müssen wir weiter aufrechterhalten, um diese niedrigen Infektionszahlen weiter beizubehalten. Naturwissenschaftler, was hat das denn für die Reaktion auf die Pandemie bedeutet? Unsere Maßnahmen sind auch dazu geeignet, dass wir eine zweite große Welle vermeiden können. Aber es setzt eben voraus, dass wir konsequent bleiben in unseren Maßnahmen, nicht nachlässig werden und weiter den Respekt vor dem Virus erhalten. Also Angela Merkel hat ja deutlich gemacht, dass das ihre letzte Amtszeit ist. Und solche Regelungen hatten wir allgemein für ganz Deutschland schon. Und diese grundsätzliche Aussage, dass man eben erwartet, dass jemand in einer Region dann in einem solchen Fall sie in dem Moment, wo die noch unklar ist, wie die Infektionsketten aussehen, sie nicht verlässt, kann durch allgemeine Verordnung geschehen. Und auf den habe ich nochmal hingewiesen. Vielen Dank. Dann bauen Sie in Ruhe ab. Der Kollege bringt Sie dann wieder. Alles klar.